Hey Leute, herzlich willkommen zur Idle Mafia, einem neuen Angespielt, welches von euch vorgeschlagen wurde, wie man aus dem Titel lesen kann. Handelt es sich hierbei um ein Idle Game, beziehungsweise Clicker Game. Ja, wahrscheinlich dann eher ein Idle Game. Das heißt, man macht etwas, wartet, bis man genügend Ressourcen hat und macht das dann entsprechend weiter. Und wir gucken mal, wie Idle Mafia diesmal ausgeschmückt ist im Vergleich zu anderen Idle Spielen. Die Mafia-Leute telefonieren miteinander. Nimm Steden. Willkommen, du bist jetzt ein temporärer Manager des Hammers im Jahr, nur vorübergehend. Mach dir keine Sorgen, du kannst ein Manager werden, indem du alle meine Missionen erfüllst. Übernimm Steden. Alles klar, ein neues Geschäft. Kaufen wir es mit 50 Dollar. Und kriegen 2,5 Dollar pro Sekunde, scheinbar. Und hier oben links sehen wir das, 2,5 pro Sekunde. Aber ich nehme erstmal 100 Dollar mit. Die zweite Mission, lernt, wie man Geld verdient. Lass mich dir ein oder zwei Dinge zeigen. Eigentlich ist es noch einfacher als gesagt, klick auf den Bildschirm, um Knete zu sammeln. Sammle 20 Knete. Tschüng. Tschüng. Aber ich muss das anklicken, aktiv. Noch. Und jetzt solltest du dein Geschäft verbessern, damit es mehr Knete verdient. Mhm. Boah, leck, leck, leck. Lottoscheine stehlen. Also ich habe kein Gold mehr. Jetzt kriege ich entsprechend bestimmt ein bisschen mehr, oder? 100. 100 Gold. Alle 2 Sekunden, oder? Wenn wir 100 oben links 50 pro Sekunde kriegen, müssten wir 100 in 2 Sekunden bekommen. Und dann werten wir den Rest noch. Ah, hier steht es ja 121 und 100. 255, nice. Das haben wir aufgewertet. Süßigkeiten stehlen. Und gute Arbeit. Die nächste Mission, die Prinzessin von einem Schloss im Pilzkönigreich zu retten. Ups, das ist die falsche Karte. Die eigentliche Aufgabe ist, schalte das nächste Geschäft frei. Folge der Anweisung, um das nächste Gebäude freizuschalten. Wir sollen den Betrug übernehmen. Mit 1000 kaufen, kein Problem, machen wir. Schnell erledigt. 1250 Gold kriegen wir. Nice. 500 Dollar hier nochmal. Gut, du hast Betrug freigeschaltet. Das wird ebenfalls Knete produzieren. Die Erschließung deiner Geschäfte ist wichtig, aber vergiss nicht, sie auch zu verbessern. Ich würde sagen, wir verbessern das einfach mal auf 25, oder? Wobei, das könnte etwas teuer werden. Macht nichts. Wir kriegen 3750 dazu. Uff. 6250. Und damit können wir mit dem Gold immer wieder was alte Frau betrügen. Ah, oh, das ist laggy. 10.000. Jetzt kriegen wir 13.750. Und immer so weiter, bis wir auf 25 sind. Dann kriegen wir ja auf jeden Fall auch noch einen dicken Boost. Naja, die 250 von dem rechts, das bringt es halt irgendwie nicht mehr. Das brauche ich nicht anfangen einzusammeln. Ich kann auch Max machen. Max, Max. Brauche ich noch einmal klicken. Kann ich mir das sparen. Und wir bekommen 27.000 an, noch nicht ganz. Und von 30.000 auf 63.000. Kriegen 800 Gold dafür, sehr gut. Mehr Investitionen bringen mehr, vergiss nicht, deine Geschäfte in Zukunft mehr zu verbessern. Im Moment sollten wir uns weiter auf das Sammeln von Knete konzentrieren. Sammle 100.000 Knete, gut, das ist natürlich kein Problem. Wir bräuchten einmal so ein Ding, was uns automatisch das Zeug mitnimmt. Das wäre gut, Belohnung 10 Gems. Du hast bereits gelernt, wie man Knete sammelt und Geschäfte aufwertet. Bleib am Ball. Okay, gehen wir zur nächsten Straße. Ich habe eine Aufgabe für dich. Du bekommst folgendes. Rang 2, mal 2. Du behältst folgendes. Aktuelle Straßenknete wurde deinen Brüdern verteilt. Das ist quasi ein Reset. Das Einkommen mal 2 auf jeden Fall. D. Die. Weil Welt ist groß. Lass es uns langsam angehen. Der hat die Fliege zertrümmert. Ah, okay. Zweiter. Rang 2. Einkommen mal 2. Neue Straße. Neuer Capo. Gianluca. Ich bin der Beste bei allem, was ich tue. Vergiss das nicht. Verwaltende Attribute. Ziel verwalten. Stärke. Einkommen mal 2. HP 1000. Kampfkraft 1000. Und 3 Skills hat er. Hey Fario, du hast dir Zeit genommen, was? Ich habe den ganzen Tag auf dich gewartet. Das Rasiermesser dominiert die nagelnden Straßen. Es ist Zeit, sich zu wehren. Nimm Schutzgeld.
Übernimm es mit Kämpfen. Wähle Kappos zum Kämpfen aus. Na, oben links ist der meiner HP, oben rechts ist des Gegners. Hat er gerade eine Granate oder sowas geworfen? Ah, ein Skillshot. Oder ein Skill benutzt. Schutzkette haben wir bekommen, sehr schön. Belohnung anfordern, 500 Gold, immerhin. Ich habe weiter, dass ich jetzt die Straße wieder dem Hammer gehört. Und zack. Und da kann man das maxen. Ups. Tommys Schutzgeld? Little Tommys Schutzgeld. Nimm Zahltag Darlehen, übernimm es mit Kämpfen. Na dann zeig doch mal. Wir haben, ja, 100 wieder und er 90. Aber vielleicht hat er diesmal auch einen Skill. Der Gegner. Aber so wie es scheint nicht. Okay. So, dann gib doch mal her hier. 2500 Gold. 7000, dann brauche ich das Link jetzt gar nicht mehr anklicken. Da spare ich mir meine Klicker. Das Geklick auf die Maus ist es gar nicht wert. Ups. So, was haben wir hier noch? 108.000 Gold. Zur Info, Kapos können nicht nur für dich kämpfen, sondern auch helfen, Geschäfte zu führen. Gib ein Geschäft ein Kapo zur Verwaltung und du wirst wichtige Dinge zu... Was? Ist das Schutzgeld automatisieren? Ich hätte lieber das andere. Einkommen mal 4 Auto an. Na, warum nicht? Bitte sehr. Und der macht jetzt automatisch... Achso, und das trotzdem muss ich trotzdem mitnehmen, verstehe. 2400 Gold, wir werden mal auf. 127.000, können wir das auf jeden Fall mal verbessern. Um hier ein bisschen mehr Gold zu bekommen. Ja, das macht jetzt immer wieder, immer wieder, immer wieder. 85.000, immer wieder, nice. Mein Mitglied des Rasiermeisters, Mist, wir müssen jetzt kämpfen, verjagen sie aus unserem Gebiet. Übernimmt das Geschäft da, den habe ich schon gemacht. Verbessert Zahltag auf 40. Sollte nicht das Problem sein. Wir kriegen 355.000. Achso, doch schon fertig. Ein Schlüssel bekommen. Hey, was ist das? Ein Schlüssel. Es kann dir helfen, mehr Kapos zu bekommen. Lass es mich dir zeigen. Öffne Tresor und Tresor und Ladentipps. Öffne gratis Gold oder Geheimnistresoren. Goldener Tresor. Kapo einmal. Chance auf selten, episch oder legendären. Knack auf das Ding. Oh, wir den noch bekommen. Und ein gratis Tresor kann ich noch nicht aufmachen. Kann ich ihn noch automatisieren? Ja. Ist völlig egal, glaube ich, ob der irgendwie eine Spezialisierung hat oder nicht. Und ihr seht, wow, krieg ich viel Gold. Holy moly. 3,2 Millionen. 3,4 Millionen pro Tick. Können wir ihn auch nochmal verbessern. Sind wir bei 317.000 pro Tick. So, 10,22 Millionen. Automatisierter Zahltag, nochmal 10,22 Millionen. Übernimm neues Geschäft. Barr. Und da sind wir wahrscheinlich wieder kämpfen. Und hier müssen wir wahrscheinlich beide einsetzen. Ja. Gewonnen. Und wir haben die Barre erhalten. So, machen wir uns mal kurz 40 Millionen Gold mit. Maximieren wir das. Kriegen wir 9,9 Millionen Gold jedes Mal. Fordern wir unsere Belohnung ein. Ein weiterer Schlüssel, also kann ich wieder einen Kapo bekommen, oder? Na dann her damit. Gib ihn mir. Ima Forelli, ich war der schüchternste Mensch überhaupt, aber der Löwe in mir kämpfte darum herauszukommen. Na dann. Gib her, damit wir hier noch viel mehr Gold machen können. Wir haben natürlich auch immer Einkommen mal 4. Nicht geeignet. Das heißt also, wir kriegen jetzt 40 Millionen Gold jedes Mal. Mit jedem einzelnen Tick. 40 Millionen Gold. Machen wir 128 Millionen draus, finde ich interessanter.
So, der letzte Schritt im Training. Gewöhne dich an das Sammeln von Geld, mein persönlicher Favorit. Sammle 500 Millionen Gold. Das ist kein Problem. Solange wir es ja auch noch ausgeben können. Wir sind bei 183 Millionen Gold, die wir bekommen. Piu! Easy. 23,99 Millionen Gold pro Sekunde oder Dollar. Gucken wir nochmal 10 Gems dazu, sind wir bei 40. Guck dir mal, die Straße steht wieder unter Kontrolle des Hammers. Zeit mehr zurückzuholen. Und jetzt kriegen wir Einkommen mal 4. Also das Standardeinkommen ist jetzt mal 4. Klick. Auch wenn ich es nicht gesehen habe. Etwas laggy. Mal 4, mal 8, mal 16, 32, 64, 128, 256, 512 Mal. Wenn es immer verdoppelt wird. So, übernimm Waffenladen. Kauf es mit 50 Dollar. Ich kaufe es lieber, ich meine, das Kaufen ist irgendwie sinnvoller. Einfacher, sinnvoller. Sammle 500 Knete. Haben wir unsere Kapos noch? Leider nein. Ist sehr bedauerlich. Anforderung Kapo Level 1. So, wir nehmen erstmal ein bisschen Gold mit. Verbessern das alles. Sammeln die Knete, haben wir fertig gemacht. Wir machen die Waffen dann noch fix auf Level 25. Oder auch nicht. Bling! Und das sind jetzt 1200 Gold, 1020 Gold jedes Mal. Gut, ein Schlüssel, automatisch die Waffen, an dem du einen Kapo zuweist. Na, gerne doch. Warum gibt ihr mir den eigentlich gleich? Warum muss ich jetzt den Schlüssel aufmachen? Den Schlüssel nutzen. Na dann. Let's go. Einkommen mal 2 zwar nur. Aber es reicht aus. Jetzt, wenn wir ein stabiles Einkommen haben, ist der nächste Schritt, mehr Geschäfte zu übernehmen. Mhm, danke sehr. Kauf es mit 1,1 Millionen. Ich glaube, es sollte lieber überfallen. Sinnvoller, oder? Bei 1,1 Millionen ist mir etwas zu viel gewesen, ehrlich gesagt. Oh. Meine Units werden auch fast verreckt. Oha. So, aufwetten. 40 von diesen Zergarren hat uns in dem neuen Kapo zuweist. Ah ja, die habe ich immer. Da habe ich tatsächlich nochmal. Oder war das der von da drüben? Kapo-Level ist nicht geeignet. Vielleicht sollten wir ihn verbessern versuchen. Können wir unser Kapo-Level verbessern? Ups, falsch angeklickt, oder? Verbessern? Ah, okay, damit. Alles klar. Einkommen mal 4. Ah, ja. Damit wird das Einkommen noch deutlich verbessert. So, Belohnung anfordern. Besteht Zigarrenkampf. Du hast gerade einen Kapo mit Zigarren aufgewertet, richtig? Zigarren sind ein Muss für die Aufwertung von Kapos. Man bekommt sie durch Zigarrenkämpfe. Probieren wir sie aus. Na, dann zeig doch mal. Zigarrenkampf. Belohnung 60 Zigarren. Ups. Das war einer zu wenig. So. Jetzt aber. Die Gegner verlieren oben etwas schneller Leben als wir. Weil wir auch Skills halt nutzen. Dim, 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 dim. 60 Zigarren. Und damit können wir ordentlich was machen. Dann können wir weitermachen. Nächster Kampf und so weiter. 10 pro Minute Sofortkampf nehmen. Während du weg warst, hast du verdient eine Zigarre. Oh, maximal 2 Stunden. Mhm. Okay. Und theoretisch können wir die damit verbessern. Wenn ich die jetzt einfach nochmal verbessere. Mit 40 kriegt er ein Einkommen mal 8 wahrscheinlich. Ne, auch mal wieder mal. Nur mal 6, okay. Aber immerhin. Und jetzt mal 8.
Kampfkraft HP erhöht, sehr nice. Und so haben wir nur 2,94 Millionen. Jetzt haben wir einfach etwas mehr. 240.000 nur. Und wir etwas weniger. Achso, der hat die Millionen gesammelt. Alles klar, vergiss es. So. Na, Zigarre hat gesagt, wir werden auch in der Abwesenheit produziert. Sehr nice. Nimm Straßenkampf. Aufwerten für. Nee, wollte ich gar nicht. Ich würde eigentlich den da übernehmen. 1,52 Billionen. Gut. Okay. Allemals klar, meine Freunde, das war's gewesen. Mal angespielt zu Idle Mafia, würde ich sagen. Man muss auf jeden Fall sehr, sehr viel aktiv machen. Und die Performance ist echt nicht so überragend, muss man leider sagen. Ja, wer es gefallen hat, der kann sich das gerne installieren, spielen, ausprobieren. Auf dem Handy gibt's das Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal dabei angespielt. Bis dahin. Ciao.